Hallo und herzlich willkommen hier bei Optionsstrategien TV. Mein Name ist Jens Rabe und hier geht es natürlich um das Thema Optionen, Optionshandel im Aktien- und im Future-Bereich. Und heute geht es mal um das Thema Future-Optionen. Und viele von euch, die sich etwas mit dem Thema Future-Optionen bereits beschäftigt haben, die wissen, dass ein ganz, ganz wichtiges Hilfsmittel, was wir immer nutzen, die sogenannten COT-Daten sind. COT-Daten, Commitment of Traders. Jetzt gibt es seit Ende Dezember 2018 diese Daten derzeit nicht. Und woran das liegt, was wir jetzt machen, dazu gibt es jetzt hier in diesem Video ein paar Anregungen. Wer von euch nach COT-Daten handelt, der schaut momentan in die sprichwörtliche Röhre, denn seit Ende Dezember 2018 werden diese Daten nicht mehr veröffentlicht. Warum werden die nicht mehr veröffentlicht? Die Antwort seht ihr hier, und zwar Government Shutdown. Wer noch nie was davon gehört hat, den empfehle ich einfach mal, diesen Begriff in Wikipedia mal zu googeln bzw. zu suchen und sich dann entsprechend anzuschauen. Ganz kurz zusammengefasst bedeutet das, dass wenn es einen Streit gibt zwischen dem Präsidenten und dem Kongress, dann kann es passieren, dass gewisse Regierungsgeschäfte, von denen man sagt, die sind jetzt nicht wirklich überlebenswichtig für die Vereinigten Staaten, dass die auf Eis gelegt werden. Und ihr wisst, momentan in den USA gibt es also diesen Kampf zwischen dem Kongress, der von den Demokraten beherrscht wird, auf der einen Seite, und Präsident Trump als Republikaner auf der anderen Seite. Trump möchte, dass in den neuen Haushaltsentwurf ein paar Milliarden Dollar für den Bau der von ihm gewünschten Mauer zur Grenze von Mexiko aufgenommen werden. Die Demokraten unter ihrer Führerin Pelosi lehnen dies Ganze ab. Und dann hat eben Trump gesagt, okay, dann gibt es eben einen Government Shutdown. Das bedeutet also, gewisse Regierungsgeschäfte können nicht mehr ausgeübt werden. Und wenn ihr euch das hier Ganze mal durchlest, das gibt es schon, das geht zurück auf ein Gesetz in den USA von 1884. Das ist jetzt also wirklich keine neue Sache. Das letzte Mal wurde das geändert im Jahr 1982. Und es ist ganz spannend, wenn man sich das Ganze durchliest mal, was da alles dazugehört. Ne? Also, es gibt ein paar Dinge, die werden auf jeden Fall weiterhin betrieben. Also dazu zählt beispielsweise hier natürlich das FBI, die Polizei, die Rettungsdienste, der Grenzschutz, natürlich auch alles, was mit dem militärischen Personal des Verteidigungsministeriums zusammen, natürlich auch die NSA und so weiter. Also die Dinge, die man erwartet. Aber es gibt eben auch einige Regierungsstellungen, die sagen, hey, die sind jetzt nicht so wahnsinnig notwendig für das Überleben der Vereinigten Staaten. Und aus diesem Grunde werden da teilweise auch diese Staatsdiener in den Zwangsurlaub geschickt. Und was für diejenigen aber auch noch viel schlimmer ist, die bekommen auch kein Geld. Ne? Also sie bekommen auch kein Gehalt ausgezahlt. Und eine dieser Regierungsorganisationen, die momentan nicht arbeiten oder beziehungsweise nur sehr, sehr eingeschränkt arbeiten, ist eben die sogenannte CFTC. Das ist eine Behörde, die ist für die Überwachung der Terminmärkte da. Und das sind diejenigen, die sitzen in Washington, die unter anderem jeden Freitag diesen Commitment of Traders Report veröffentlichen. So, ganz kurz noch, bevor wir zu dem Thema kommen. Eins ist natürlich toll und das passt auch irgendwie. Das gibt es schon sehr, sehr lange, diese Government Shutdowns. Ne? Das überrascht auch wirklich erfahrene Börsianer nicht mehr. Man hat das quasi fast jedes Jahr. Und ich will euch auch mal was zeigen, und zwar also von 1976 bis 2018 gab es 20 dieser Shutdowns. Und wenn wir jetzt hier mal durchschauen, dann ist das ganz spannend. Hier stehen immer die Tage, wie lang das Ganze war. Also wie gesagt, schaut euch das Ganze bei Wikipedia mal an. Ich mache euch mal den Link dazu hier direkt unter das Video. Und das gab es also unter Gerald Ford, unter Jimmy Carter mehrere Male. Ronald Reagan, der war auch ein harter Hund, ne? Der hat es auch ein paar Mal gemacht. George W. Bush. Aber hier zum Beispiel auch Bill Clinton, ne? Auch der hat mal 21 Tage lang so einen Government Shutdown gemacht. Und auch der von allen so verehrte Barack Obama, wo man ja sagt, der war das ganze Gegenteil von Trump. Naja, in der Beziehung nicht, denn auch der hat mal 17 Tage lang die Regierungsgeschäfte im Jahr 2013 liegen lassen. Aber Donald muss natürlich einen draufsetzen, denn der hat es mittlerweile geschafft, jetzt hier, jetzt wo ich das Video hier aufnehme, 23 Tage in Folge das zu machen.
beginnend vom 22. Dezember. Je nachdem, wann ihr jetzt also das Video seht, kann es auch ein bisschen länger noch gewesen sein. Also wenn Donald was macht, dann macht er es halt richtig, ne? Der muss immer Number One sein. So, okay. Wir wissen eines, und das ist schon mal ganz klar, über kurz oder lang wird das Ganze aufhören. Und natürlich hat Donald Trump gesagt, er macht das noch Monate und wenn es sein muss, Jahre. Nein, das wird nicht passieren. Warum? Viele dieser Regierungsbeamten, die da arbeiten, sind natürlich auch Wähler. Irgendwann stehen mal wieder Wahlen an. Und es wird keine der beiden involvierten Gruppen natürlich wollen, dass die Leute so monatelang, wochenlang kein Gehalt bekommen. Ne? Und aus dem Grunde, das wird sich über kurz oder lang auch wieder auflösen. Und jetzt steht natürlich trotzdem die Frage im Raum, hey, was macht man jetzt? Schauen wir uns mal hier einfach ein paar Sachen an. Und zwar, ich habe ja mal einen Chart herausgesucht, das sind Sojabohnen. So, und wenn ihr eben, das ist hier der Trade Navigator, den wir nutzen, aber es gibt es ja auch bei anderen Datenanbietern. Wenn ihr jetzt hier zum Beispiel eben schaut, bei den Cotton-Daten, dann seht ihr, die hören jetzt hier zum Ende Dezember, hören die auf. Ne? Also da sind keine neuen Daten bislang veröffentlicht worden. Es gibt andere Programme, bei denen ist es so, da läuft einfach, da laufen die Daten jetzt quasi als Linie einfach nur durch. Die hat man einfach dann nicht aktualisiert, sondern schreibt einfach die letzten Daten fort. So, was machst du jetzt aber, wenn du sagst, hey, für mich sind diese Commitment of Traders Daten ein ganz, ganz wichtiger Punkt. Und ganz ehrlich, vor einigen Jahren hätte ich noch gesagt, wenn es diese Daten nicht mehr gibt, wie soll man denn dann überhaupt handeln? Jetzt muss man aber eines wissen, diese Daten, die werden ja nur in den Vereinigten Staaten erhoben. Ne? Das betrifft nur die Future-Märkte, falls ihr ein komisches Geräusch hört. Das ist mein Hund, der hier irgendwo herumläuft. Also diese Daten werden nur in den Vereinigten Staaten erhoben und auch nur auf einige wenige Future-Märkte. So, das heißt also, alle anderen Optionen, egal ob das jetzt in Europa ist, ob das in Asien ist, ob das Aktienmärkte betrifft etc., die werden ohnehin, oder da nützen uns die COT-Daten ohnehin nicht, sie stehen uns nämlich nicht zur Verfügung. Und aus dem Grunde müssen wir schon erstmal überlegen, okay, wie wichtig sind die denn? Fakt ist, im Bereich der Rohstoffe, also sowas wie Getreide, wie in den Metallen, wie vielleicht bei Softmärkten, Kaffee, Zucker und so weiter, da sind diese COT-Daten durchaus sehr, sehr, sehr hilfreich und wir nutzen sie auch sehr gern. Aber es ist nun mal so, wenn es die nicht mehr gibt, dann gibt es die nicht mehr. Man hat schon mal vor Jahren diskutiert, ob man die abschafft. Und das kann ja auch jederzeit passieren. Ne? Also wenn die amerikanische Regierungsbehörde CFTC sagt, wir veröffentlichen diese Daten nicht mehr, was machst du dann? Das heißt, also das erste Wichtige, was wir hier lernen müssen, ist, löse dich davon, dass ein einziger, ich nenne es jetzt mal Indikator für deinen Trading-Erfolg verantwortlich ist. Weil das kann es nicht sein, weil wenn der weg ist, was machst du dann? Hörst du dann auf? Das heißt, du musst dir Alternativen suchen. So, und jetzt will ich euch mal ganz kurz drei Alternativen zeigen, wie man trotzdem momentan, nein, ich zeige euch sogar vier. Komm, wir machen vier. Wie man trotzdem momentan Future-Optionen handeln kann, wie man Futures handeln kann, ohne auf die COT-Daten zurückgreifen zu müssen. Fangen wir mal mit dem allerersten an und ihr seht das hier schon im Chart. Ihr seht hier unten einen saisonalen Trend. Saisonale Trends sind besonders in Rohstoffen durchaus relevant. Ihr wisst, es gibt diese ganzen saisonalen Trends. Ein saisonaler Trend, das ist im Grunde erstmal nichts anderes als eine pure Preisstatistik. Also man sagt, okay, wie hat sich der Preis statistisch betrachtet in den letzten x Jahren verhalten? Und dann ergibt sich ein gewisses saisonales Muster daraus. Wir haben gesehen, dass saisonale Muster nicht immer zwingend funktionieren müssen. Das beste Beispiel war der Dezember 2018 an den Aktienmärkten, der eigentlich gerade um Weihnachten herum doch immer sehr, sehr freundlich tendieren sollte. Das ganze Gegenteil war der Fall. Da hat eben mal das saisonale Muster nicht funktioniert, aber saisonale Muster, das ist statistisch auch bewiesen, haben eine Signifikanz. Das heißt, es funktioniert nicht permanent, aber es funktioniert schon sehr, sehr häufig. Und der Grund ist gerade, warum es bei Rohstoffen so häufig funktioniert, naja, weil das Wetter eben doch einen großen Einfluss hat. Das heißt, ob es, ihr kennt alle, wie verhält sich in Deutschland bei uns das Wetter? Naja, im Sommer ist es wärmer als im Winter. Das ist ein saisonaler Trend. Und das wirkt sich natürlich auf gewisse Rohstoffe aus. Also wenn ihr nur mal daran denkt, Getreide beispielsweise oder auch so Dinge wie Kaffee, wie Orangensaft etc., da hat das natürlich eine gewisse Relevanz. Das heißt also, Punkt Nummer 1, schaut euch das saisonale
Muster an. Punkt Nummer zwei, was können wir noch machen? Wir können zum Beispiel hergehen und können sagen, okay, wir schauen uns einfach den Preis und seinen Trend an. Das heißt, es gibt ja eine Menge Trendmodelle. Ne? Wir nutzen hier dieses BPDM-Modell, das ist eine Abwandlung des Bollinger-Band-Systems, aber ihr könnt auch viele andere Dinge nutzen. Letztendlich, ihr könnt sogar was ganz Simples nutzen, wie vielleicht einen einzelnen, ganz simplen gleitenden Durchschnitt, dass er sagt, okay, ein gleitender Durchschnitt, wenn er darüber ist, versuche ich eher Puts zu verkaufen, wenn er darunter ist, versuche ich eher Calls zu verkaufen. Das ist jetzt kein Handelssystem, ne? Und das ist sicherlich nicht etwas, was ihr jetzt an der Stelle hier so simpel nachmachen sollt, aber es ist ein Ansatz, wie man an die Märkte herangehen kann. Unterstützungen, Widerstände, all das könnt ihr benutzen, das heißt, nutzt technische Analyse. So, dritter Punkt, den ihr auch nutzen könnt, das ist es vor allen Dingen für die relevant, die den Trade Navigator hier haben. Weil im Trade Navigator gibt es eine ganz witzige Funktion und die heißt Sentiment. Und das Sentiment, das ist es vielleicht auch für alle die, die bei uns auf dem Seminaren sind, hier an der Akademie. Also wir machen das beispielsweise bei Future Optionen. Ne? Das ist eines der am stärksten gebuchten Seminare. Der erste Termin ist schon ausgebucht. Der zweite Termin in diesem Jahr ist fast ausgebucht. Wenn weiter die Nachfrage so ist, werden wir sogar noch wahrscheinlich vielleicht einen dritten Termin machen, mal schauen. Und jedenfalls, da kann man ja hier diesen Commercial Index darstellen, ne? Larry Williams Erfindung, also auch nicht von uns, sondern von Larry Williams. Und dann gibt es hier von Genesis, also dem Hersteller dieser Plattform, einen Sentiment-Indikator. Und das Witzige ist, die sind sehr, sehr häufig genau konträr. Das heißt also, wenn der Commercial Index ein Kaufsignal gibt, dann ist das Sentiment meistens sehr negativ, also unterstützt das Ganze. So, jetzt haben wir momentan diesen Commercial Index nicht. Was wir aber haben, ist der von Genesis erhobene Sentiment Index. Das heißt, den können wir auch nehmen. Ne? Wer noch ein bisschen weitergehen will, es gibt sogar, müsst ihr einfach mal ein bisschen im Internet schauen, vielleicht gibt es sogar hier was auf YouTube. Es gibt von Larry Williams, der ja diesen Commercial Index entwickelt hat, sogar einen Commercial Proxy Index, also quasi etwas, wo er das versucht hat zu übertragen auf Aktienmärkte oder auf einzelne Aktien, wo es ja keine Cut-Daten gibt. Auch das könnte man momentan nutzen. So, und jetzt Punkt 4, was kann man noch nutzen? Wir könnten ganz einfach die Volatilität nutzen. Das heißt, wir haben ja nach wie vor die Volatilitätsdaten der einzelnen Optionen, der einzelnen Futures. Und hier kann man ja zum Beispiel hergehen und sagen, hey, okay, welche Märkte haben denn momentan gerade hohe Volatilitäten? Und dann schaut man sich das mal an. Und hohe Volatilitäten wird es immer dann gegeben haben, wenn es zu starken Bewegungen gekommen ist. Wir haben das im letzten Jahr gesehen, unter anderem bei Erdgas, wir haben das bei Erdöl gesehen, wir haben das natürlich auch gerade in den Aktienmärkten gesehen, als die Volatilität jetzt sehr stark angestiegen ist. Und all das eröffnet ja für denjenigen, der sich ein bisschen mit Volatilität auskennt, der sich auch ein bisschen mit der Entstehung von Volatilität auskennt, große Möglichkeiten. Jetzt ist natürlich hier so ein Video viel zu kurz, um das im Detail zu erläutern. Und mir ging es eigentlich auch hier nur darum, euch zu zeigen, dass es natürlich ärgerlich ist, wenn es gerade diese Cut-Daten nicht gibt. Und ja, ich wünsche mir auch, dass es lieber heute als morgen wieder die Daten gibt und wir einfach ein zusätzliches Mosaiksteinchen in unserem Entscheidungsprozess haben. Auf der anderen Seite müssen wir natürlich auch als Marktteilnehmer anerkennen, dass manchmal Dinge nicht mehr zur Verfügung sind. Und da hilft uns jetzt kein Jammern, da hilft uns jetzt kein Wehklagen, sondern wir müssen sagen, hey, okay, was haben wir denn noch? Und ihr seht, der Baukasten, aus dem wir schöpfen können, der ist immens. Also es gibt so, so viele Dinge, wie ihr erfolgreichen Optionshandel gerade auch im Bereich der Futures machen könnt. Und ich behaupte mal, dass mehr Optionshändler diese COT-Daten nicht nutzen, als dass sie genutzt werden. Ne? Das heißt, überlegen wir uns, was machen die anderen, die sie nicht nutzen. So, und wenn wir das so ein bisschen auch als geistiges, als Einstellung, Mindset so ein bisschen verinnerlichen, ne? Dass sagen, hey, okay, ich muss mit dem klarkommen, was da ist, dann hebe ich mich so ein bisschen aus dieser Opferrolle heraus und sage, oh, ich armer Kerl, habe momentan keine Cut-Daten, wie soll ich denn erfolgreich handeln? Dann musst du dir eben was einfallen lassen. Aber das ist ja auch das Schöne, das Herausfordernde an den Märkten. Also, kurz zusammengefasst, durch den Government Shutdown in den USA gibt es derzeit keine Cut-Daten. Wir haben allerdings Alternativen. Sobald dieser Government Shutdown endet, werden diese Daten sicherlich aufbereitet. Es kann durchaus noch ein, zwei Wochen dann dauern, bis die zum ersten Mal wieder kommen. Aber verfolgt das einfach,
Schaut einfach darauf und sobald eben in Amerika die positive Nachricht kommt, mal sehen, wie es ausgeht. Ich wette mal darauf, dass man einen Kompromiss findet und dass man Donald Trump doch das Geld für die Mauer gibt. Ist meine persönliche Meinung, ich glaube es, ne? Geht nicht darum, ob es gut oder schlecht ist, ich glaube aber, er setzt sich durch. Wir werden es sehen und dann wird es auch wieder diese Daten geben. Wenn ihr Fragen habt zum Thema Future-Optionen, dann gibt es für euch wie immer drei Wege. Weg Nummer 1, ihr schreibt mir die Fragen hier unten in die Kommentare, ich greife sie mit auf und nutze sie dann hier beim nächsten Mal in einem Video mit. Punkt Nummer 2, ihr stöbert einfach mal in den ganzen Videos, die wir hier schon veröffentlicht haben. Wir haben ja sowohl auf dem Kanal hier, auf dem Optionsstrategien-Kanal, aber auch in dem Jens Rabe-Kanal unzählige Videos schon veröffentlicht, hunderte von Videos, wo es um spezielle Themen geht. Also wenn ihr jetzt zum Beispiel hier eingebt COT-Daten, dann werdet ihr sicherlich ein paar Videos finden, wo ich das Ganze erläutert habe. So, und Punkt Nummer 3 ist natürlich, wenn ihr sagt, hey, ich will es aber abgekürzt haben, ich will es kompakt haben und ich will es wirklich intensiv haben, dann schaut euch die Angebote unserer Akademie an, kommt zu uns hier in die Akademie nach Zwickau, lernt hier mit Gleichgesinnten und dann wisst auch ihr, wie man erfolgreich an den Märkten handeln kann. Ich freue mich aufs nächste Video mit euch. Ich freue mich auf eure Kommentare, eure Meinungen. Wir sehen uns wieder beim nächsten Mal. Bis dahin. Tschüss, Servus, macht's gut. Bye, bye.